Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie man dieses schöne Engelchen aus Papier basteln kann. Wir brauchen dafür 2 DIN A5 Blätter Papier. Das eine wird um die Hälfte reduziert. Das große falten wir nun ziehharmonikaartig. Die Falten sollten nicht größer als 1 cm sein. Dann knicken wir es in der Mitte zusammen. Dann brauchen wir einen Nähfaden und in das Nähgarn machen wir einen richtigen dicken Knoten am Ende hinein. Nun fädeln wir den Faden durch die Mitte. Falte für Falte einzeln durchstechen, so geht es einfacher. Die Nadel durchziehen und den Faden so lang durchziehen bis zu dem Knoten. Dann falten wir es so wieder zusammen und müssen nun die einzelnen Teile mit einem Klebestreifen verbinden, damit das Kleid geschlossen ist. Das andere Teil des Blattes falten wir nun genauso wie das große Teil und knicken es auch in der Mitte. Nun schneiden wir eine Ecke ab. Aufgeklappt sieht es dann so aus. Dann schneiden wir noch jeweils diese Dreiecke heraus. Dann nehmen wir wieder den Faden, der ja noch an dem Kleid des Engels hängt, und stechen auch mittig wieder hindurch. Stramm anziehen bis die Flügel an dem Kleid sitzen. Nun brauchen wir eine Perle und auch noch einen Knopf, der uns als Heiligenschein dient. Da ist ein silber- oder goldfarbiger Knopf sehr gut. Wir fädeln die Perle auf und dann auch den Knopf. Wir entscheiden uns für ein Knopfloch und dann gehen wir durch das andere Knopfloch wieder heraus und auch wieder durch die Perle. Dabei ist zu achten, dass es nicht so wie hier lose ist zwischen den Teilen, sondern dass man es fest anzieht. Man kann den Faden ein paar Mal um den Hals wickeln und auch noch unter dem Kleid entlang, so dass alles Stabilität bekommt. Anschließend wieder von unten durch die Perle zu dem Knopf heraus und dann lassen wir eine große Schlinge. So viel halt, wie man sie braucht zum Aufhängen. Dann geht man mit der Nadel wieder durch ein Knopfloch hindurch, auch noch durch die Perle und vernäht das Ganze auf der Rückseite. Man kann den Faden auch verknoten. Nun müssen wir das Kleid richten und die Flügel ein wenig auseinanderbiegen. Und damit ist unser Engelchen schon fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis bald, eure Jule.